Chemnitz. Kann ein Ort wie dieser mit seinen Negativschlagzeilen Europas Kulturhauptstadt werden? Der Kulturbotschafter Chris Münster findet ja und stellt sich ganz klar gegen die einseitige Sicht, Chemnitz hätte nichts zu bieten als ein Rassismusproblem. Man verkennt damit, dass sich sozusagen über ganz Europa zieht eigentlich dieses Problem Rechtspopulismus. Insofern stehen wir da letztlich alle an derselben Stelle. In der Bewerbung soll die Kultur von Chemnitz vor allem authentisch wiedergespiegelt werden. Chris Münster findet das nur machbar, wenn man mit ansässigen Künstlern arbeitet, die die Stadt lebhaft präsentieren, wie die Musikerin Jenny. Häufig wird halt der Kultur ein Riegel vorgeschoben hier. Und Kultur ist letzten Endes auch das, was eben Menschen davon abhält, intolerant zu werden. Man hat ja eigentlich eine Goldmine an Möglichkeiten. Man hat so viele leerstehende Häuser. Man hat so viele auch frustrierte Energien. Und man müsste das einfach nur mal bündeln und so eine kleine Revolution starten. Für das Weltecho, eine wichtige Chemnitzer Kulturinstitution, haben sich bereits vor Jahren ehrenamtlich engagierte Menschen zusammengetan. Kurator Frank Maybier würde den Titel sehr begrüßen. Um dieses negative Image der Stadt zu kippen, bräuchte es schon erstmal. Es ist einfach auch mal an der Zeit, dass man also viele positive Dinge, die hier in den letzten 25 Jahren passiert sind, einfach auch mal ans Licht bringt, denn die passieren ständig. Ob etabliert oder im Untergrund, vielfältige Kultur findet statt. Die Chemnitzer sind sich sicher, dass die Stadt trotz der jüngsten Ereignisse eine Chance hat. Chemnitz kann mit der Bewerbung ein Zeichen setzen für die europäische Idee. Eine Gesellschaft der vielen kann Ängste abbauen, das auf den Weg bringen und dafür ein Zeichen setzen. Chemnitz, Stadt, oh Chemnitz.